Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich diese Folge, diese Runde ein bisschen talken und habe mir gedacht, ich spiele mal wieder Block Party. Das finde ich auch recht lustig und dabei kann man, denke ich mal, relativ gut reden. Und ja, deswegen spiele ich jetzt hier Block Party. Aber es ist auch recht cool so zum Spielen einfach. So. Das Thema, worum es geht, ist, kann man sich vielleicht schon denken, Desperado. Da, falls ihr das nicht kennt, das ist das neue Minecraft-Projekt von Herr Bergmann, Delay, Sergeant Max, GLP, Kedoson, Saphira, Nexotec, Selbstgespräch und Takaishi. Momentan sind das alle, die drauf sind, wenn ich mich nicht vertan habe. Und ja, das ist sozusagen der Nachfolger von Minecraft Leben, das solltet ihr vermutlich kennen. Und das ist eben, Desperado ist extra für das Roleplay gemacht worden, das heißt nicht so wie Leben eigentlich zum Bauen, sondern wirklich fürs Roleplay und da kommen dann auch nur Leute rein, die auch Roleplay wollen. Und da kommen wir auch zum Punkt, das ist nämlich wieder so, dass die wieder Zuschauer auch vielleicht aufnehmen wollen. Und ich werde einfach mal ein bisschen meine Meinung zu dem ganzen Projekt äußern. Und auch eine Kleinigkeit erzählen. Und ja, dann sind wir jetzt auch ausgeschieden. Gehen wir gleich mal in die nächste rein. Hier. Und ja. So, beginnen wir erst einmal mit der Meinung zum Projekt. Und zwar finde ich es sehr nice. Vor allem mit dem DeLorean, dass die dann so abgehauen sind und in der Wüste sind. Das gefällt mir ziemlich gut. Passt auf jeden Fall zu Herr Bergmann. Und ja, es gab zwar ein paar kleine Logikfehler, aber das passiert halt. Ich finde, es ist am Anfang noch ein bisschen zu gespielt alles. Ich hoffe, dass sich das später ein bisschen einkriegt, weil sie haben ja auch gesagt, dass sie es gerne wieder so offen, dass man nicht weiß, was einen erwartet, machen wollen. So wie es bei Minecraft Leben anfangs war. Die letzten Folgen von Minecraft Leben waren ja geplant, damit es zum Ende kommen konnte. Und das wollten sie eben mit Desperado beenden. Und deswegen bin ich mal gespannt, wann diese Wendung denn kommt. Das heißt, wann auch gebaut wird. Oder es eben nicht jetzt einfach nur geplantes Roleplay ist. Oder ob es überhaupt so kommt. Und ja. Zum Beispiel war so eine kleine Sache, Takeishi hat am Anfang gesagt, ja, hier ist weit und breit niemand. Und es kommen sie auf einmal hier an. Und dann sagt er in der heutigen Folge, die aktuelle, die zweite, sagt er, ja, es gibt Indianer und was weiß ich was alles. Weiß ich nicht mehr genau. War auf jeden Fall ein kleiner Widerspruch in sich selbst, aber passiert mal, da, das ist mir nur gerade so aufgefallen. Und ja, ansonsten finde ich das Projekt ziemlich cool. Und ich freue mich auf jeden Fall, das zu schauen. So, was wollte ich noch alles sagen? Meine Bewerbung sozusagen ist das jetzt natürlich noch nicht, aber meine Idee, ich würde natürlich, ist klar, auch gern versuchen, da drin zu sein, aber ich schätze mal, die Chance ist ziemlich gering, aber wer weiß. Und ich habe so eine richtig coole Roleplay-Idee. Und auch wenn ich sie nicht bin, fände ich es auf jeden Fall mega cool, wenn die Idee umgesetzt wird. Das werde ich auch, wenn ich, wenn irgendeine Bewerbung ist, dazu sagen. Weil ich einfach die Idee ziemlich cool finde. So, jetzt habe ich euch lange, jetzt habe ich lange um den heißen Brei herumgeredet. Was ist denn jetzt eigentlich meine Idee? Was will ich denn überhaupt machen? Ja, meine Idee ist, dass ich aufgrund meines Skins, weil ich möchte den eigentlich ungern für das Projekt, sollte ich darin ändern. Und ich denke mal kaum, dass ich mit dem Skin normal dabei sein könnte. Und da kam die Idee, dass es doch möglich wäre, dass ich eine Art Alien bin, das aus dem Weltraum dort abgestürzt ist. Das wäre doch meiner Meinung nach eine ziemlich coole Idee. Dann sind in dem, wäre ich nämlich so in der Rolle, ziemlich in derselben Situation wie Herr Bergmann.
Ich bin auch dort und komme nicht weg. Und man könnte dann irgendwie storymäßig cool was machen, dass ich ein paar Werkzeuge habe oder irgendwas, was weiß ich. Und dass man da so zusammenarbeiten kann. Und da könnte man vielleicht, was weiß ich, mit einem Stimmenverzerrer auch noch arbeiten. Oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall finde ich die Idee eines Aliens in Desperado ziemlich lustig. Ich kann mir auch vorstellen, dass es manche nicht sehr mögen würden. Aber ich kann mir das irgendwie gut vorstellen, dass ein Alien da drin ist. So, jetzt sind wir hier auch im Finale gerade. Great, das. Ich schreibe mal noch Good Luck. Da ist auch ein Premium-Spieler. Pink. Oh, das war nix, das war nix. Da hat er gewonnen. Ja. King of Dance ist das. Ja, wenn er ein King ist, dann habe ich ja keine Chance. Das ist unfair, ey. Ja, ich mache jetzt noch eine Runde hinten dran. Mich würde natürlich auch interessieren, was eure Meinung zu dem Projekt ist. Und was ihr von meiner Rolle halten würdet. Und ihr könntet ja auch unterstützen vielleicht, dass ich reinkomme. Wer weiß. Ich fände es auf jeden Fall mega cool, wenn ich drin bin. Die Chancen sind zwar ziemlich gering, aber die Story, die Idee finde ich einfach ziemlich lustig so. Ein Alien, das dort abstürzt. Und ja. Das war mal halt meine Idee. Und ja, wie ich auch vorhin gerade gesagt habe, schreibt gerne eure Meinung zu meiner Idee, zum ganzen Projekt in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ja. Jetzt weiß ich nicht, was ich noch über das Projekt erzählen soll, worüber ich noch labern soll. Oder ob ich einfach jetzt ein bisschen mich mehr aufs Gameplay konzentrieren soll. Naja, vielleicht fällt mir ja noch was ein. Es geht die Runde auf jeden Fall auch gleich los. Und ich sollte Block Party öfter spielen, das ist ziemlich cool irgendwie. So, du. So. Wenn ihr, also ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr ja auch eine Idee habt für euch als Rolle in dem Projekt. Oder dass ihr zumindest gerne drin sein würdet, da könnt ihr ja auch eine Idee schreiben. Oder wenn ihr auch eine andere Idee habt, wie ich drin sein könnte, schreibt das auf jeden Fall auch unbedingt in die Kommentare. Das wäre auch mega nice. Vielleicht ist das da dann die es letztendlich wird. Man kann es ja nie wissen. Schreibt auf jeden Fall alles, was sich irgendwie dazu einfällt, in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Also ich möchte unter diesem Video mindestens drei Kommentare sehen, okay? Okay. Drei Kommentare. So. Ist schon wieder für. Nein, es gibt noch genug. Ich dachte gerade, es ist Finale. Purple. Und ja. Power up. Night Vision. Wow, das bringt mir voll viel Night Vision. Ich habe ja überhaupt nicht so die Mod drin. Sozusagen, dass ich alles in Night Vision sehe. Naja. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe keine Ahnung. Blau, blau, blau. Hier ist blau. Hui. Ey. Der hackt, der fliegt oder laggt. Das war sau knapp, dass ich den einen Block noch erwischt habe, ey. Das war einfach mega Glück. Ja, okay, der hackt. Aber egal, vielleicht werden wir ja trotzdem Zweiter. Wenn da ein Hacker drin ist, habe ich nicht mehr das Verlangen, in irgendeiner Art und Weise Erster zu werden. Und ja. Purple, purple, purple. Oh, der Hacker ist draußen. Yay. Okay, jetzt kann ich doch wieder Erster werden. Okay, wer hier es nicht schafft, auf Purple zu. Oh, es ist Finale sogar.
Wer es hier nicht schaffen würde, auf Purple zu gehen, der hat echt ein Problem. Light Blue, Light Blue. Yes, okay, er hat es auch geschafft. Da spielt es aber auch häufig, glaube ich. Freestyler, rot. Schafft das? Nein, wir haben gewonnen. Das ist doch ein schöner Abschluss. GG. Das ist ein schöner Abschluss für die Runde. Nochmal kurze Zusammenfassung. Ich möchte innerhalb der nächsten 48 Stunden, seit das Video oben ist, mindestens drei Kommentare sehen mit dem Inhalt, was ihr von dem Projekt haltet. Also, ihr könnt euch aussuchen, was für einen Inhalt. Ihr könnt natürlich auch alle drei oder alle Sachen nehmen. Aber auf jeden Fall, wie ihr Desperado im Allgemeinen findet, was ihr selber gerne sein würdet in dem Projekt und ob ihr Ideen habt für mich und was ihr von meiner Idee haltet. Ja, dann würde ich sagen, war's das von der Folge. Habe ich am Ende auch nochmal gewonnen. Ist auf jeden Fall sehr cool. Und ja, bis zum nächsten Video und ciao.